So, du. Machen wir eine neue Reihe für Schuhe. Oh Mist. Wir haben keinen Platz mehr für Schuhe. Seriously? Also ja, hier sind jetzt 5 Slots. Aber der Rest ist voll mit Egeln und so Zeugs. Wir könnten die Schriftrollen noch in den Schriftrollencontainer packen. Wo auch immer der jetzt war. Das war so ein weißes Ding, ne? Hier sind ganz viele Schriftrollen. Da. So war das. Das heißt, wir nehmen jetzt dich mal mit, bringen die ganze Ordnung direkt durcheinander. Und tun das alles hier rein. Wir brauchen unbedingt mehr Container. Wenn es Rucksäcke gibt, müssen wir sofort Rucksäcke kaufen. Sonst wird das echt ein Problem. Gerade bei mir, weil ich nehme alles mit. Und bewahre es dann ewig auf, weil ich es irgendwann mal brauchen könnte und benutze es am Ende doch nicht. Das ist genauso wie Tränke in Baldur's Gate und Schriftrollen. Ganz selten mal braucht man was, aber sonst eigentlich eher nicht. Aber man könnte es ja auch verkaufen, wenn man Gold braucht. Man könnte dies und könnte das, aber eigentlich bleibt es mir nur im Inventar. So, Platz. Ja, hier tut sich langsam eine Lücke auf. Da ist eine größere. Heißt die Hose nach da, den Trank nach da. Dann haben wir hier Platz für Schuhe. So, und es wird garantiert nicht funktionieren. Aber es wäre eine sehr positive Überraschung, wenn doch. Also mache ich es einfach mal. Was? Nein, ich wollte so. Du hast gar keine Ahnung. Okay, wir haben jetzt keine... Da blinkt ja was. Finds nothing. Hä? Jetzt blinkt es nicht mehr? Oh, das ist sehr verdächtig. Einmal in jede Richtung drehen. Ah, jetzt ist der Spruch auch noch weg. Do spell detect secret auf 2. Dann sollten wir demnächst eine größere Rast einlegen, weil unsere Vitalität sieht ja auch nicht ganz so toll aus, ne? Oh, hier war was. Was denn? Oh. Ha. Da sieht doch schon besser aus. Aber was machen wir jetzt mit den Schuhen? Können wir jetzt den Schalter hier irgendwie... Nö, hatte nichts mit den Schuhen zu tun. Ja gut. War, wie gesagt, anzunehmen, ne? Aber ein Versuch war es wert. Könnte man theoretisch skripten, denke ich. Aber, ne? Man kann es auch einfach als RP und Flavor für den Hintergrund lassen. So, also hier ist jetzt was aufgegangen. Gucken wir da durch mit einem... Ja, hallo. Und alle müssen jetzt neu ausgewählt werden, weil ich einen Rüstungsgegenstand gewechselt habe. Und sobald man einen Ausrüstungsgegenstand gewechselt hat, muss man sofort neu hier auswählen. Ist ein bisschen komisch. Also bei einer Waffe verstehe ich es ja gerade noch, aber wenn man Schuhe auszieht, warum das denn nicht gespeichert wird? So. Und jetzt halt, bevor wir weitergehen. Ja, auch wenn er ein Schalter ist, trotzdem schlafen. Nur für den Fall, dass irgendwo wieder eine Riesenhyäne oder eine Fledermaus oder ein Geist oder was auch immer noch auftaucht. Als Boss. Erstmal ratzen. Das ging schneller als sonst. Nicht Essay, du sollst Spell, Detect Secret, go. So, und wenn wir den Schalter jetzt drücken... Ein bisschen Lag und ein lautes Geräusch. Und jetzt können wir den anderen Schalter wahrscheinlich auch noch drücken. Der entriegelt das, richtig? Nö. Aber die Tür ist offen. Oh.
The statue creaks, moves with a terrible wrenching dry sound that could not possibly be produced by a living creature. It's not a statue. It's a guardian. Ja, Shiva Han Gurumu. Shiva der Zerstörer. In Mumienform. Und dahinter ein paar schwarze Fledermäuse. Hauen wir doch erstmal die Fledermäuse weg. Nur zur Sicherheit auch mit dir. Das müsste die Stufe reichen. Und der Rest geht auf den da. Ein Energy Bolt ist auch Feuermagie, sollte also gegen eine Mumie genau das Richtige sein. Wir haben auch was gegen Untot, oder? Refresh 9. Nö. Enchanted Blade könnte helfen. Mach das mal. So, Battle. Okay, also selbst die Nahkämpfer machen einigermaßen Schaden bei denen. Gift wird nicht funktionieren bei einem Untoten. Knatsch. Oh, kann Magic Drain. Das ist nicht gut. Ja, und er geht ganz gezielt auf alle Caster. Oh, das ist krank. Ja gut, dass er ganz hinten nicht ankommt, oder? Okay, Fledermäuse hauen uns alle daneben. Jetzt kommen die Geschosse. Leider jetzt noch die Fledermäuse. Hätte ich das vorher gewusst, dass die hier alle ihre Magie verlieren, hätte ich das vielleicht gleich alles auf ihn geballert. Also die zwei magischen Geschosse. Ja, das ging daneben, weil es auf die hintere Reihe ging. Das ist schade. Also ich glaube bei Wizardry 6, nee, selber 6, aber 7 und den Nachfolger 8 und auch ähnlichen Titeln aus dem Genre wurde es anders gelöst. Das heißt, wenn dann keine hinteren Gegner da sind, dann wechselt automatisch auf die nächste Reihe. Aber na gut. So, du Magic Missile. Go. Ach so, ja, jetzt in der neuen Runde wechseln die automatisch auf die nächste Reihe. Das heißt, ich müsste bei Rosie jetzt nicht angeben, dass sie auf eine andere Reihe schießen soll, weil es gibt nur noch ein Ziel, dann macht es automatisch. Wir bräuchten allerdings Yallen und Talana neu, weil die keine Magie mehr haben. Warum habe ich den Nahkämpfer gelobt? Kommt keiner mehr durch die Rüstung? Er nähert sich immer weiter denjenigen, bei denen es auch wichtig wäre, dass sie ihre Magie behalten. Hey. Little Rosie is in a daze. Rakilda is nauseous. Oh Gott. Und daze? Unconscious. Da bräuchten wir Magic Bells. Wir haben allerdings keine Magie, um das wieder... ja. Back of Slum. Haben wir Riechsalz? Back of Terror. Cure Light Condition. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Unconsciousness damit reinzählt. Probieren wir es aber mal. Yallen, benutz mal das Ding auf Rosie. Und schauen wir, was passiert. Also, Giroga und Trüppel trifft nicht. Tirik trifft man aber keinen Schaden. Ja, da war ein ordentlicher Treffer. Ja, das Einflößen ging leider zu schnell vorbei. Purify Air. Was ist das denn? Brain Rot. Rakilda goes insane. Und das war jetzt unsere letzte Casterin. Ja, ich würde sagen, wir benutzen dann doch mal eine Schriftrolle. Do use. Wie machen wir das? Das klappt so nicht.
Ach Mist, wir können die nicht benutzen, wenn sie in der Schriftrolle drin sind. Das heißt, wir müssen sie jetzt erstmal da rausholen, oder wie? Ja, yeah, das ist nicht schön. Mal gucken, was da passiert. Uses Ivory Scroll Case, nothing happens. Okay, also man kann es auch nicht aufmachen im Kampf. Das ist ja albern. Ich muss jetzt irgendwie jetzt gleich rechts klicken. Ach, auch insane kann sie zaubern. Das ist super. Macht allerdings kaum Schaden. So, also Rechtsklick bringt nichts, Linksklick bringt nichts. Kann ich das irgendwie... Ich kann es nur wieder machen. Equip Stroke Race? Guck mal, ob das dann geht. Und... Hä? Ich hab dir gerade gesagt, was du machen sollst. Das da equippen, warum bist du denn nicht hier drin? Weil es wahrscheinlich gar nicht geht. Ja, Fight, Smash. Also wir müssen jetzt hoffen, dass die Krieger ein bisschen häufiger treffen und auch durchkommen. Und Gwen natürlich auch. Dass sie ab und an mal in ihrem Wahnsinn auch was Sinnvolles macht. Genau so. 17 Schaden, das ist okay. Dann fehlt jetzt noch Rakhilda Fight. Step. Und wir warten darauf, dass sie wach wird. Also die Anzeige ist schon weniger geworden. Torpedo-Rod. Torpedo-Rod war auch ein Angriffsding, ne? Benutzen wir den Torpedo-Rod. Red Pepper wird nichts bringen. Black Lotus war ein Gift. Die Früchte waren, glaube ich, gegen Krankheit. Ach nee, go. Ja, Item. Backfire. Oh. Also hat sie ihren Skill in benutze magische Gegenstände wohl nicht hoch genug. Und der Sack bufft sich weiter. Komm her. Schon der Backfire. So kann man sie auch umbringen. Ja, aber sie hat einen Skill abbekommen. Das heißt, wir müssten später in Massen Zauberstäbe kaufen und die dann benutzen, um uns selber Feuerbälle ins Gesicht zu jagen, damit sie ihren Skill hochbekommt. Oder allgemein unsere Helden. Das ist ein sehr interessantes Konzept. Oh, sehr guter Treffer. 13er gerade. Oh. Oh, das sollte dich auch geweckt haben, oder? Jo, ballert sofort los. Okay, Rosie sollte man nicht wecken. Die ist ein Morgenmuffel. So, das Ding ist tot. Du hast ein kleines bisschen Schiss, aber sonst bist du okay. Schlafen. Sofort. Schlafen. Alle das ZZZ-Symbol scheint soweit okay zu sein. Warum ist das ZZZ-Symbol eigentlich weg? Ja, ich meine, wir schlafen ja noch. Hat es echt nicht sehr viel gebracht. Regenerieren sie mehr, wenn das ZZZ-Symbol da ist? Nö. Soll wohl nur am Anfang Indikator sein, dass sie schlafen und danach, dass alle Konditionen okay sind. Okay, der hat viel zu viel Mana. Aber wir sollten jetzt ja eigentlich damit klarkommen. Ich mach mal den hier. Yep. 19. Und gucken wir uns noch weiter um. Du Spell Detect Secret. Da ist eine Truhe. Ich sehe es. King Logmar, Lord of the Durochmal.
Nur mal kurz gucken. These old bones are coated in the detritus and decay of many centuries with the raiments of royalty long turned to wrecks and ruin. The ancient bones of King Lobmar would seem to be impervious to the ravages of time due to some preserving process that must have been performed on the corpse. The bones are clean, white and unmarred by decay or the marks of the grisly scavengers who violate most crypts. Okay. Ja. Das guckt gut. Ja, erstmal plündern. Was haben wir da? Ein Langschwert, ein Cat of Nine Tails, ein Bone Dagger, Gold Leaf, was auch immer das ist. Calicus of Life und eine Totenmaske. Alles mitnehmen. Was ist das für eine Totenmaske? Is for Head ist ein Artefakt. Macht Shivers? Incarn Power 2. Hat keinen Rüstwert. Gold Leaf. Ist ein Treasure. Ja. Bone Dagger. Macht 3d4 Schaden. Das ist mehr als der Dolch, oder? Dolch macht nur 2d4 Schaden. Dafür vergiftet er aber auch. Trotzdem ist das, glaube ich, so besser. Ich habe überlesen, dass er cursed ist, ha? Huh? Was macht er denn? Also was für einen negativen Effekt hat er, außer dass man ihn nicht ablegen kann? Wir haben keinen Remove Curse. Doch da. Infern blubdiwub. Cast Remove Curse, okay. Jetzt kann ich es ablegen. Da stand nicht bei, dass der verflucht ist. Okay. Also er wird nicht entflucht. Er wird nur temporär abnehmbar. Aber da ich nicht sehe, dass er irgendwas Schlimmes macht, lasse ich den einfach mal bei Gwendolyn. Ding. Und das Ding könnte besser sein als das andere. Ist ein Flegel, macht 1d6, das ist ganz schön wenig. Hat dafür eine Reichweite von 2. Die Bullwhip macht 1d8. Also hat das Potenzial, 2 Schadenspunkte mehr zu machen. Das war ein Teleporter. The King's Seal. Also das Siegel des Königs. Ah, take. Das guckst du dir bitte genau an. Fail to ID. Okay, Zauber. Du Identify Cast. Und Essay das Ding. King's Crest. Critical steht unten drunter, also es ist wichtig. Mhm. Oh. Wer soll's trinken? Tirik. Beruhigend. Okay, es macht keinen Statuseffekt. Vielleicht, wenn irgendjemand irgendwas hätte, könnte man es damit heilen. Das hier ist ein Merry-Go-Round, ja? Das sind 3 Teleporter in einem Kreis. Okay. Können wir dich jetzt benutzen? Nein. Können wir hier das Ding benutzen? Nein. Na, durchbrechen geht auch nicht. Also in den Kommentaren wurde schon vor einigen Folgen erwähnt, dass man manche Türen auch aufbrechen kann, indem man einfach öfters gegenläuft. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein.
Was sagt die Karte? Karte sagt 98%. Es fehlen also die zwei Felder hier hinter der Tür. Nothing to... Ah, das ist komisch.